Ja, hi, ich bin Florian Hammerich, ich bin BFF-Member in der Region Bayern. Ich fotografiere gern Häuser, ich porträtiere auch sehr gern Menschen. Hier habe ich zum Beispiel ein Porträt von Gerwin Eisenhower, das ist ein Jazz-Drummer von Weltrang. Der lebt aber in Regensburg und den habe ich porträtiert im Rahmen von der Kulturinventur. Die Kulturinventur ist ein Gemeinschaftsprojekt von drei Künstlern, der Kabarettistin Eva Karl und Florian Perpong und von mir. Die Kulturinventur haben wir zusammen mit der Stadt Regensburg, mit dem Kulturamt gemacht und wir haben alle Kulturschaffenden in Regensburg aufgerufen, zum Fototermin zu kommen und da habe ich in 6 Tagen knapp 580 Menschen porträtiert. Die Porträts haben wir dann auf Litfaßsäulen im ganzen Stadtgebiet kleben lassen, um eben die Gesichter von den Leuten, die Kultur machen, wieder im Stadtbild zu zeigen, weil Kultur eben nicht stattfindet, haben wir gedacht, wir holen jetzt mal die Menschen raus, die Kultur machen. Das Projekt ist noch nicht vorbei, also am 15. März gibt es jetzt nochmal einen Porträttermin, aber dann ist die ganze Porträtgeschichte abgeschlossen. Dann schauen wir mal weiter, was mit der Kulturinventur noch passiert. Ja, ich habe noch ein anderes freies Projekt. Ich fotografiere seit 2009 verlorene Handschuhe. Und da will ich jetzt ein Buch draus machen, um das ganze Projekt einfach mal abzuschließen, weil ich schon gar nicht mehr ohne Handschuhe zu sehen durch die Straßen laufen kann. Und da herrscht mein Gehirn zu ab und ich will jetzt damit aufhören sozusagen. Deswegen mache ich da ein Buchprojekt draus. Ja, ich habe Handschuhe fotografiert in Brooklyn, in Taiwan, in der tiefsten Oberpfalz. In Stuttgart, wo man halt so ist, also es liegen ja überall Handschuhe rum. Meine Frau, die Heike, die ist Buchgestalterin und die macht schon fleißig Layout. Dann gibt es demnächst schon den ersten Titelentwurf. Das war's schon wieder von mir. Ich danke fürs Dabeisein und Servus und Baba aus Regensburg.